Wir sind zurück pünktlich mit dem ersten Treffer für Borussia Mönchengladbach zum Auftakt des dritten Spieltags in der Vorrunde. Wunderbar vollendet hier ins lange Eck. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Ein Duell der Traditionsvereine in der Bundesliga. Bremer ja mit 0 Punkten in dieses Turnier gestartet. 1:0 verloren gegen Arminia Bielefeld. 2:0 verloren gegen Eintracht Frankfurt. Gladbach das absolute Kontrastprogramm. 3:0 Sieg gegen Mainz, 2:0 Sieg gegen die Mühlis, macht 6 Punkte und einen Traumstart für die Fohlen. Nächster Abschlussversuch auf Seiten der Gladbacher. Weiter Ball jetzt hier ins Nichts. Gladbachs Nummer 10, Hussein Amadi Amir am Ball, der Kapitän. Weiter Diagonalball Richtung Max Lisecki, der jetzt in der Ecke um den Ball kämpft. Der Freeway Cup lebt ja auch von seiner Historie, von den Namen, die schon hier auf der Platte standen. Gladbach, gerade mal 6 Teilnahmen, hat da gar nicht so viele Profis. So die bekanntesten, hier keine Freistoßentscheidung, die bekanntesten sind Tobi Levels, jetzt FC Ingolstadt, und Johannes Vandenberg von Holstein Kiel. Anders sieht das bei Werder Bremen aus, auch einfach damit verbunden, dass es schon die 17. Teilnahme ist in diesem Jahr. Dennis Diekmeyer war schon hier für Werder Bremen. Niklas Füllkrug, der in Hannover momentan alles auseinanderschießt, war hier auf der Platte für den SV Werder. Timo Pertl, Kevin Schindler war hier, Felix Wiedwald. Das sind nur einige Namen der Jungs, die hier für den SV Werder schon auf der Platte standen. Sodass, ja, sich so ein Blick in den Kader des SV Werder immer lohnt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein, zwei Spieler auch aus diesem Jahrgang in der Bundesliga wiedersehen, ist hoch. Und dass sie das können, das beweisen sie jetzt. Mit dem Ausgleich, dem 1:1. Silas Steinwedel war das mit dem Ausgleich für die Norddeutschen. Dennis Diekmeyer gut zu Ende zu führen. Also in seiner Jugend war Werder Bremen groß geworden. Der langjährige HSV-Profi. Nächster Abschlussversuch hier von Denzel Tavia. Für den Tabellenzweiten der Niederrheinliga. Gladbacher ein Punkt ja hinter der U17 von Rot-Weiß Essen. Haben aber noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Das bedeutet, können nachziehen und wären dann Tabellenführer. Wieder der Aufbau über Tim Müller, den Keeper der Gladbacher. Weiten Ball in die Arme von Maxi Gundelach. Wieder weiter Ball. Polat, Bremer Verteidiger gegen Pablo Santana Soares. Und Soares bekommt hier den Freistoßpfiff. Spieler mit der Nummer 8 bei Mönchengladbach. Freistoß Joel Krawitz am Ball. Und Bremen mit dem Ball gewinnen und im Umschaltverhalten. Pablo hat schon im ersten Spiel. Nika Polat. Da haben wir nochmal die andere gute Aktion gesetzt. Hält er einfach mal drauf. Und das war ganz schön scharf.
beide Trainer, die da in Deckung gehen auf Gladbacher Seite. Jetzt aber Polat wieder. Da braucht sie lang zum Abschießen, bekommt immer trotzdem aufs Tor. Aber Tim Müller im Nachfassen dann doch sicher dabei. Gladbach ja gegen Mainz ein sehr, sehr starkes Spiel gezeigt mit starken Einzelspielern. Gegen die Mühlis war es lange etwas zäh, wobei sie dann doch vielleicht auch nicht mehr gemacht haben, als sie eigentlich mussten. Letztendlich zählten dann die drei Punkte. Und mit einem weiteren Sieg würde man sich natürlich in eine ganz, ganz komfortable Ausgangslage für die K.O.-Spiele manövrieren. Bremen wieder mit dem Blockwechsel. Munter durchgetauscht. Und im langen Ball wieder geblockt. Abpraller landet aber bei Werder Bremen. Abpraller Volley, wunderbar gehalten. Guter Abschluss da von Tom Köppener. Fast im Sitzen weiter. Einsatz nach wie vor sehr groß. Resolut geklärt, aber erfolgreich geklärt von Denzel Tavia von Borussia Mönchengladbach. Eine richtige Kante da vorne bei den Borussen. Und hier wieder hartes Duell in den Ball um die Bande. Da sehen Sie mal die enge Ballbehandlung in der Nahaufnahme. Schöne Einstellung hier. Und dann das schöne Tor durch Emilio Sahili. Schickert. Vielleicht bekommen wir noch. Jawohl, bekommen wir. Wunderbar gemacht. Überraschungseffekt. 2:1 Werder Bremen. Die Norddeutschen auf dem Weg zu den ersten drei Punkten im Turnierverlauf. Schönes Tor. Knappe 4 Minuten auf der Uhr. Zeit genug für die Borussen. Man muss jetzt aufpassen. 4 Sekunden Regel. Nicht beachtet, deswegen der Pfiff gegen Amir. Gladbach jetzt aber schon wieder am Ball. 3 gegen 2 Überzahl, wenn sie es clever machen. Ball links rausgespielt, die Mitnahme. Amir wieder, verliert die Kugel. Das war nicht gut gemacht von den dreien. Erste Pass hätte schon klarer und schneller kommen müssen. Überzahl ist ja schon so ein Geschenk hier auf dem engen Raum. Aber nicht alle spielen sie gut aus. Da hat Ismail Hanafi ein bisschen Pech. Da glaube ich noch gerne einen Freistoß gehabt. Nächster Schussversuch durch Tom Köppener, der sich langsam in die Nähe eines Tores schießt. Oh, ein Spieler am Boden. Glaube ich im Luftduell. Haben wir wehgetan. Sieht etwas benommen aus. Physiotherapeutin direkt auf dem Weg. Mira Williams im Betreuerstab vom SV Werder Bremen. Jetzt kommt der Betreuer Uwe Besing auch noch. Da kommt langsam wieder. Klar, noch ein bisschen benommen. Gibt es Applaus in der Halle. Gute Besserung natürlich an der Stelle auch an den Spieler. Und damit geht es in die letzten 3 Minuten dieser Partie bei einer 2:1 Führung für den SV Werder Bremen. Und aber versucht es nochmal durch ein Solo. Sind nicht mehr so im Zusammenspiel wie noch am Anfang. Freistoß für die Gladbacher. Setzen jetzt mehr auf Einzelaktionen. Etwas mehr Kopf durch die Wand. Haben so ein bisschen Spielfluss verloren. Hier sehen wir nochmal das Duell. So, Amir wieder. Tiefer Ball. Gut gespielt. Wieder Ballbesitz. Borussia Mönchengladbach.
Ja, Frank Bendler und sein Co-Trainer sehr engagiert dabei. Die wollen unbedingt diese ersten drei Punkte im Turnier und haben jetzt den Treffer. Und da war der Jubel. Ganz engagiert. Die beiden. Oh, ganz, ganz wichtig. Das merkt man ja. Denen ist das wichtig hier. Das ist hier nicht mal eben ein bisschen kicken. Die wollen hier gewinnen. Die wollen hier erfolgreich sein. Die sind ehrgeizig. Und das sieht man hier an diesen Bildern immer wieder gut. Gerade Bender zum vierten Mal dabei. Hier nochmal der Treffer zurückgelegt. Wunderbar platziert. Silas Steinwedel. Der jetzt querlegt auf Polat. Und dann das 4:1 macht. Der Co-Trainer ist der Bremer nochmal richtig aus der Haut gefahren gerade. Klopsche Züge hier. Da war Steinwedel, der gar nicht hinguckt. Der weiß, dass Polat da steht. Und Werder Bremen zum 4:1 in dieser Partie. Und jetzt versuchen sie, sich richtig Frust von der Seele zu schießen hier. Nach zwei Niederlagen zum Turnierstart. Polat nochmal. So, Gladbach kontert. Wir haben noch 52 Sekunden auf der Uhr. Das ist noch möglich für ein Unentschieden. Sie sollten nur innerhalb der nächsten 20 Sekunden treffen. Das Tor, nicht den Gegenspieler, wie hier gerade gesehen. Also, sie wirken auch unzufrieden. Sie lamentieren. Sind nicht so richtig im Fluss wie in den ersten beiden. Speziell in der ersten Partie, wo sie wirklich einen guten Eindruck gemacht haben. Die Fohlen. Halbe Minute noch. Nochmal das Laufduell und nochmal der Treffer. Jetzt schießen sie sich richtig Frust von der Seele. Abed Nankishi nochmal. 5:1. Darauf hätte man jetzt nach den bisherigen Spielen nicht unbedingt gewettet. Aber auch das macht ja diesen Frivic Cup, macht diesen Hallenfußball so aus. Er ist schlichtweg nicht vorhersehbar. Nochmal Abschlussversuch, der Gladbach, aber hier geht nichts mehr. Das war's. Der SV Werder Bremen besiegt Borussia Mönchengladbach mit 5:1. Bis gleich. Wir gehen jetzt in die Highlights. Viel Spaß dabei. Hier in Borussia Mönchengladbach.